Hallo, hier ist wieder die Jasmin mit so quasi Teil 2 von meinem Kartenset oder von dem Kartenset für viele Anlässe. Ich habe euch das ganze Set ja im Detail vorgestellt und heute möchte ich einfach zeigen, wie ich an einem Nachmittag 20 Karten damit erstellt habe. Also jetzt eben nicht wie, sondern wie sie einfach aussehen. Also meine Schachtel ist jetzt prall gefüllt, nicht mehr mit den Einzelteilen, sondern mit den fertigen Karten. Also, dann wollen wir es mal anschauen. Also, ihr seht hier, ich war wirklich fleißig. Ich bin dankbar, dass ich alle Karten habe. Ich tue sie mal raus. So und so. Das ist noch eine. Und das ist noch der Rest, was noch übrig geblieben ist. Also meine beiden Stempelkissen, den Acrylklotz und noch die Reste praktisch, die ich auch noch habe. Da möchte ich näher noch drauf eingehen, ganz zum Schluss. Eins möchte ich auch noch zeigen hier. Ich habe dann einfach mein Stempelset gleich mal noch organisiert. Also sprich, ich habe so eine DVD-Hülle genommen, habe einfach die Stempel hier eingeklebt. Ich mache das ja immer so. Ich klebe mir hier den Aufkleber rein und dann klebe ich nur noch hier den Stempel einfach wieder zurück. Und in dem Fall habe ich es einfach mal ganz schnell gemacht. Ich habe das ausgedruckte Blatt Papier mir hier in diese Hülle noch reingesteckt. So weiß ich eben auch gleich, ah, das ist das Stempelset aus dem Kartenset für viele Anlässe. Ja, nochmal zur Erinnerung, das Kartenset beinhaltet drei verschiedene Größen und das sind sie jetzt. Also sie waren wirklich unwahrscheinlich schnell erstellt, indem ich ja wirklich nur die kleinen Einzelteile genommen habe, die Kordel, die verschiedenen Stempelsprüche. Also es hat wirklich Spaß gemacht, da jetzt wirklich die unterschiedlichsten kleinen Kartenbeispiele jetzt praktisch gleich immer fertig zu haben. Das hier gefällt mir eigentlich ganz besonders gut. Also zumindest der Spruch, schönen Geburtstag. Also so habe ich doch eigentlich für viele Anlässe doch gleich eine Karte bereit. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist zum Beispiel diese Karte hier. Das sieht die Karte, ja, die Kartenbasis sieht ja eigentlich so aus, aber man kann natürlich auch die Rückseite benutzen. Also von dem her habe ich mich praktisch nicht mit dem Muster zufrieden gegeben, sondern habe einfach die normale Farbe genommen und habe dann hier jetzt mit rumgespielt. Seht ihr übrigens, wie schön es glitzert. Also hier war ich doch tatsächlich mal selbst kreativ. Also sprich, selbst kreativ. Ich habe nicht abgekupfert. Ansonsten habe ich bei den meisten Karten einfach ganz gnadenlos anhand von der Informationsbroschüre, die ja hier innen drin liegt, einfach erstmal abgekupfert, nachgemacht. Und dann sind die Ideen irgendwie von ganz alleine geflossen. Ich habe auch noch so kleine Reste auch genommen, wie zum Beispiel hier von den ganzen ausgedruckten Motiven habe ich natürlich die restlichen Streifen noch ausgeschnitten und mir sie hier dann vielleicht nochmal dran geklebt. Also wir schmeißen ja nichts weg. Das macht ihr ja sicherlich genauso. Hier ist immer der passende Briefumschlag dazu. Und so habe ich jetzt praktisch meine 20 verschiedenen Karten eben erstellt. Ob groß, mittel oder ganz klein. Also mir hat es viel Freude gemacht und wie schon gesagt, wenn ihr dann alle Karten erstellt habt in unterschiedlichen Größen, bleibt doch tatsächlich noch ein Rest übrig. Also das ist hier noch eine Restkordel, dann ganz, 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 ganz viele Teile. Ich versuche sie mal auszubreiten noch. Wie schon gesagt, hier habe ich noch die Streifen auch noch zurechtgeschnitten, mir abgeschnitten, dass man sie benutzen kann. Ich habe noch ganz viele Herzen, kleine Herzen, ob Glitzer oder in den verschiedenen Farben. Ich habe noch das große Herz. Ich habe auch noch eins von diesen Federn. Ich habe auch noch solche Stanzformen, die man noch schön bestempeln kann. Also man kann da noch weiter fleißig weitergestalten. Auch hier die 3D-Klebepads, das sind auch natürlich einige noch übrig, obwohl ich davon schon viel benutzt habe. Also man kann da noch wunderbar was draus machen. Deswegen war meine Idee, wer jetzt bis zum Ende des Videos angeschaut hat und von dem Set vielleicht doch auch ganz ja, überrascht ist, was es alles beinhaltet. Dem schenke ich, möchte ich gerne eine kleine Karte schenken und dieses ganze Restpaket mit den beiden kleinen Stempelkissen, die ich ja jetzt praktisch nicht mehr brauche, Petrol und Anthrazitgrau. Wer also jetzt praktisch einen Kommentar hinterlässt, einem davon möchte ich ganz gerne ein Überraschungspaket zukommen lassen. Mit dem Restmaterial, auch die 3D-Klebepads und den zwei Stempelkissen. Also schreibt los. Vielen Dank, eure Jasmin.